Ja, hallo und willkommen zum Mila Beach Report hier am Timmendorfer Strand bei dem deutschen Finale, bei den Finals. Ich stehe mit Chantal und Christine. Mädels, schade, dass ihr gerade den Einzug ins Halbfinale verloren habt. Könnt ihr ein bisschen was von dem Spiel erzählen? Wie bitte? Ihr habt gerade den Einzug ins Halbfinale leider nicht geschafft. Könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen? Also ich muss sagen, dass der Gegner mich echt gut lesen konnte und wir es nicht geschafft haben oder ich nicht geschafft habe, da irgendwie großartig was zu verändern. Ich ärgere mich auch ganz schön doll über das Spiel gerade, weil ich weiß, oder keine Ahnung, aus eigener Hand, wenn wir unser Ding gemacht hätten, dann wäre da wahrscheinlich noch mehr drin gewesen oder mehr möglich gewesen. Ja, kommen wir mal zu der Nation. Ihr habt vorhin Golla Ludwig geschlagen. Das war ja unglaublich. Dafür, dass es Olympiaspieler waren, war es ja ganz schön überraschend, ne? Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht ist es auch deswegen, weil sie schon ihren Höhepunkt hatten oder so, aber ich glaube schon, dass sie alles gegeben haben. Es war einfach unser bestes Spiel. Wir haben total befreit aufgespielt, unser erstes Spiel auf dem Center Court in Timmendorf. Und wir hatten eine gute Taktik und der zweite Satz lief zwar nicht so gut, aber wir hatten unseren Spaß und haben echt super gut gespielt. Das war echt eins unserer besten Spiele. Deswegen, da sind wir so happy drüber. Das werden wir, glaube ich, nie vergessen, dieses Spiel. Was waren die Knackpunkte für den Sieg? Aufschlag auf jeden Fall. Wir haben sehr gut aufgeschlagen, aber auch unsere Blockfeldabwehr ist sehr gut aufgegangen. Und ja, wie bei jedem Spiel ist natürlich auch das Sideout ein großer Punkt. Da waren wir auch sehr stabil, haben es sehr gut gemacht. Habt ihr heute noch irgendwie noch welche Spiele oder ist für heute Schluss? Nee, also für heute ist erstmal Schluss. Wir sind jetzt schon sicher Fünfter und morgen haben wir nochmal die Chance aufs Halbfinale. Morgen früh um 9, glaube ich. Und dann geben wir natürlich nochmal alles. Also auf dem Center Court zu spielen, das macht einfach so viel Spaß. Und wir wissen zwar unseren Gegner noch nicht, aber wir werden auf jeden Fall alles nochmal geben. Mal sehen, ob es klappt. Wir hoffen es. Was steht heute noch an? Erstmal duschen, ein bisschen entspannen und dann wahrscheinlich noch unseren Gegner angucken. Okay, was sagt ihr zu der tollen Kulisse mit so vielen Zuschauern, so wenig Sonne? Haben wir jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wirklich volles Haus ist, oder? Ja, nee, aber ich denke mal, das liegt auch an dem Olympiasieg von Brink-Reckermann. Dadurch hat das Turnier medial viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und in Deutschland, haben ja so viele mitbekommen. Und dadurch kommen die ganzen Zuschauer hier hin und gucken sich das an. Ich denke mal, deswegen ist es heute schon so voll. Und ansonsten finde ich das Wetter für Timmendorf eigentlich verhältnismäßig gut, da es nicht regnet. Das kam in den letzten Jahren öfters vor. Deswegen können wir eigentlich sehr zufrieden sein, so wie es ist im Moment. Euer Zieltreppchen? Erstmal morgen früh das Spiel gewinnen, ins Halbfinale kommen und dann ist natürlich alles möglich. Also alles, ja. Wir wollen, wenn wir ins Halbfinale kommen, natürlich auch aufs Treppchen, aber erstmal zählt das Spiel morgen früh, dass wir überhaupt ins Halbfinale kommen. Okay, sehr schön. Dann bedanke ich mich für das Interview, dann viel Glück für morgen und ja, vielleicht sehen wir uns dann morgen nochmal ein neues Interview. Ich gebe zurück, danke, ciao.